Vom Tropenwald in Lumapi fahren wir jetzt an die Karibik. Come on, jump in and get inspired. Die meisten Hütten von Cabañas Costa Maya haben keinen Strom. Das bedeutet in der dünn besiedelten Gegend fantastischer Sternenhimmel in der Nacht. Unsere Akkus können wir im Restaurant laden. Dort kochen wir auch, denn es ist gleichzeitig auch die Gemeinschaftsküche. Weit und breit kein Maschinenlärm. Auch kein Touri-Trubel wie in Tulum oder Playa del Carmen. Palmen, Sandstrand und Sonne satt. Alle Hütten mit Nerven. An den Stämmen der Palmen suchen Spechte nach Insekten. Fregattvögel segeln über dem Strand. Wir wollen endlich schnorcheln. Das Wasser ist herrlich, warm und recht klar. Ich kann es schon kaum abwarten. Und ab dafür. Der sandige Grund ist großteils mit Seegras bedeckt. Hier und da liegt ein größerer Stein am Boden rum. Oft sammeln sich dort auch kleine Fische. Hier zum Beispiel haben einige gestreifte Sergeants ihr Territorium. Das sind die gelblich-weißen mit Querstreifen. An diesem Stein wohnt ein anderer Fisch. Wir sind uns nicht sicher, ob es ein spanischer Schweinslippfisch oder ein schöner Gregory-Barsch ist. Beide Arten haben laut reefguide.org ähnlich gefärbte Jungtiere, nämlich gelb-blau. Bei dem anderen Fisch dürfte es sich um einen Zweistreifen-Lippfisch handeln. Auf jeden Fall werden wir bald neugierig von den kleinen Fischen untersucht. Wir schnorcheln weiter und entdecken bald einige Streifendoktorfische. Sie durchstöbern die Umgebung nach Fressbarem. Plötzlich entdeckt Annette etwas flach auf dem Sandboden. Erst zu Hause finden wir bei unserer Recherche heraus, dass wir hier einen elektrischen oder auch Zitterrochen, Narcine brasiliensis, vor uns hatten. An der Basis der großen Seitenflossen haben die Zitterrochen ein elektrisches Organ, hier in Rot. Seine elektrischen Zellen haben sich aus Muskelfasern entwickelt. Damit können sie elektrische Schläge von 14 bis 37 Volt austeilen und so ihre Beute betäuben. Für Menschen ist der Stromschlag jedoch ungefährlich. Andere Zitterrochen, wie der bis zu 1,80 Meter lange atlantische Zitterrochen, Torpedo nobiliana, können Stromschläge von über 200 Volt abgeben. Damit können sie ihre kleinen Beutetiere auch schon mal töten. Für Menschen ist auch das noch nicht lebensgefährlich, denn die Spannung ist zwar hoch, aber die Stromstärke ist zu gering. Wie auch immer, wir sind von dem Fisch fasziniert und beobachten ihn noch eine Weile.
Wenn die Nacht einbricht, ist der tierische Spaß noch nicht zu Ende. Der Wald ruft. Wie sonst im Regenwald, so auch hier im Mangrovenmischwald. Wir fahren die Straße ein paar Minuten landeinwärts. Wir wollen uns anschauen, welche kleinen Tiere hier so rumkrabbeln. Ein Trupp Treiberameisen ist auf der Jagd. Was sie erbeutet haben, können wir nicht erkennen. Meist ist es nur Kleinzeug. Wir finden eine große Radnetzspinne aus der Gattung Eriophora. Wir sind hier jetzt auf einer Straße durch die Mangroven, von unserer Cabana weg quasi. Und mit dem UV-Licht habe ich jetzt gerade einen kleinen Skorpion gesucht, den ich hier unbedingt finden wollte. Das ist Centroroides schmitti. Der ist jetzt an so einem kleinen Zweig hier. Wo ist er denn? Da. Da vorne ist er. Sieht man den? Hier, wo mein Finger ist. Total genial. Also das ist Hammer. Den wollte ich unbedingt auch schon in Costa Rica finden, aber konnte ich nicht finden, da wo er vorkommen soll. Annette geht schon mal vor und sucht nach mehr Skorpione. Auf einmal sehe ich leuchtende Augen im Geäst. Ein Opossum auf nächtlichen Streifzügen. Wir beäugen uns gegenseitig. Es ist unsicher, ob es rauf oder doch wieder runter soll. Irgendwann verschwindet es im nächtlichen Dickicht. In den trockeneren Teilen Mittelamerikas sind Schwarzleguane sehr häufig. Diese hier sind auf der Straße. Auch vor unserer Hütte wohnen welche. Diesmal schnappe ich mir die Videokamera. Neben unserem Auto sucht auch einer nach Futter. Am Palmstamm wieder ein Specht. So mögen wir es. Wildlife bis vor die Hütte. So schön die Karibik und der Strand auch sind,
Mich zieht es wieder in den Wald. Ich möchte die Stimmung des Mangrovenmischwaldes einfangen. Der Wald ist ja gleich auf der anderen Straßenseite. Ich liebe es, wie sich die kleinen Palmen optisch in den Wald einfügen. Ich mag ihre großen symmetrischen Blätter, wie grüne Sonnenstrahlen. Doch wo Licht, da auch Schatten. An etlichen Stellen in Straßennähe finde ich kleine Mülldeponien. Müllabfuhr scheint es hier nicht zu geben. Aber wie können wir erwarten, dass Umweltschutz oberste Priorität hat, wenn die Menschen ums Überleben kämpfen? Solange sich ihre sozioökonomische Lage nicht verbessert, werden sie für Naturschutz auch wenig übrig haben. Wo Strände nicht regelmäßig gesäubert werden, erbricht das Meer Unmengen an Zivilisationsmüll. Wir können uns also durchaus auch an die eigene Nase fassen. In Mahahual, einem kleinen touristischen Städtchen etwas weiter nördlich, lernen wir, wie leicht es ist, mit passend ausgewählten Fotos die Wahrnehmung der Realität zu manipulieren. Und das ganz ohne Bildbearbeitung am Computer. Jeder von uns möchte wohl seinen Urlaub am Karibikstrand so entspannt wie möglich verbringen, oder? Idealerweise sollen die Bungalows möglichst direkt an dem Beach sein. Auf solche Fotos sind wir beim Buchen doch tatsächlich reingefallen. Vor Ort angekommen stellen wir fest, dass zwischen den Bungalows und dem Strand eine durchaus lebhaft befahrene Straße verläuft. Ich stelle die Fotoperspektiven nach. Zuerst gehe ich in die Hocke, bis die Straße nicht mehr zu sehen ist. Dann mache ich noch ein Foto aus derselben tiefen Position, aber absichtlich zu einem etwas unpassenden Zeitpunkt. Nämlich, wenn ein Auto ins Bild fährt. Die Straße ist zwar nicht zu sehen, aber durch das Auto ist sie dennoch zu erahnen. Dann stelle ich mich einfach hin, jetzt ist die Straße sehr deutlich zu sehen. Und hier stehe ich direkt an der Straße. Links der Strand, rechts die Bungalows. So einfach macht man es auch in den Nachrichten und Werbekatalogen. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass auf den ersten beiden Fotos ein weißes Auto links hinter den Palmen geparkt war? Wie herrlich dieser Schwarzleguan doch in seinem wunderschönen tropischen Strandlebensraum die Sonne genießt. Selten sind die Dinge so, wie sie zu sein scheinen. Dasselbe Tier aus einer etwas größeren Entfernung. Es tauchen immer mehr Müllgegenstände im Bild auf. Und schließlich siehst du in der Totalen, dass wir den Leguan quasi auf einer kleinen tropischen Strandmüllhalde fotografiert haben. So einfach kann man mit Fotos, die doch angeblich die Wahrheit sagen, schummeln. Und das geht sogar ganz ohne Inszenierung oder Retusche am Computer. Ich zeige nur den Teil der Realität, der meine Message rüberbringt. Voila! Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses schöne und friedliche Fleckchen erleben durften. Die Maya-Pyramiden und der Regenwald rufen schon nach uns. In Teil 3 tauchen wir in die Maya-Welt ein. Qué bueno, diplocentros, aquí tenemos. Wie findest du es, Annette? Mega! Aber ich wusste, wie wir schon wieder hier reingefahren sind, dass sie da sind. Komm, High Five! Geil, Mann! Solo bueno! Come on! Jump in! And get inspired!
Auftext zum Mexiko Teil 2, Karibik, Costa Maya. Und Annette lacht sich kaputt. Okay, jetzt geht's los. 1, 2, 3, Klatsch. Achso, ich jetzt. Ja, nun. Ja, nachdem du es so versaut hast. Okay, warte mal. Nur jetzt. Vom Tropenwald in Lumapi fahren wir jetzt an die Karibik. Damit können sie ihre kleinen Beutetiere auch schon mal töten. Gut, Ruhe. Das hat jetzt gerade alles aufgedauert, dieser ganze Schmerz. Aber ich erzähl raus, ja, wir gut. Können ja dann auch die Making-ofs davon machen. Okay. Für Menschen ist das... Nein. Also nochmal. Damit können sie ihre kleinen Beutetiere auch schon mal töten. Für Menschen... Jetzt red halt mal gescheit. Töten! Das macht er dem Dibiasi Konkurrenz. Plötzlich Wahnsinn neben uns. Ja, egal.